Krisen zeigen Schwächen. Denn so war es zum Beispiel auch während dem ersten Lockdown, wo auf einmal Büros, also Steuerkanzleien, aber auch andere Dienstleistungsbereiche massiv natürlich ihre Angestellten in die mobilen Arbeitsplätze, sag ich mal, geschickt haben. Da war es dann so, einige Kanzleien haben mit Steuermobilen Transporter angemietet und die Unterlagen von der Zentrale in das jeweilige Homeoffice gefahren oder Unterlagen vom Mandanten abgeholt. Das ist natürlich schon eine große Schwäche, die sich da aufgetan hat, denn dieser Papierverkehr sollte eigentlich abnehmen in den nächsten Jahren, und zwar drastisch. Ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie wir in den einzelnen Positionen natürlich auch hier iPads wirklich flächendeckend einsetzen, um natürlich am Ende papierlos zu arbeiten und interne Prozesse neu zu gestalten. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuschauen. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ich nehme jetzt euch auch hier in diesem Video mit auf eine kleine Rundreise durch meine Kanzlei. Wir sind ja sonst hier immer ja klassisch bei mir am Besprechungstisch. Hier klassisch auch Teambesprechungen und ab und zu, wenn doch mal ein Mandant sich, sage ich mal, zu uns verirrt, dann gibt es auch hier vor Ort Besprechungen. Eine Sache ist natürlich auch bei mir immer dabei und das ist mein iPad. Das ist wirklich in dieser Hashtag No Werbung. Ich werde hier für dieses Video oder wir werden hier von Steuern mit Kopf für dieses Video nicht bezahlt. Wir wollen einfach nur zeigen, wie Digitalisierung mit zum Beispiel iPads funktionieren kann. Es geht natürlich auch mit anderen Tablets, aber wir haben uns, wie gesagt, hier in der Steuerkanzlei Elias für die iPads entschieden. Warum haben wir das in erster Linie gemacht? Das erste Ziel war natürlich papierlose Kanzlei in den internen Prozessen. Wichtig für mich natürlich, Ziel 31.12.2020, soll intern kein Papier mehr hin und her geschoben werden. In den anderen Videos zum Thema Digitalisierung habe ich schon auch auf andere Prozesse ein bisschen, ja, bin ich da eingegangen, wie zum Beispiel bei der Buchhaltung oder auch zu den Steuererklärungen. Jetzt in dem Video geht es wirklich darum, wie kann man beim Sachbearbeiter, also bei demjenigen, der den Fall bearbeitet, hier wirklich den Schreibtisch nur noch komplett auf ein iPad oder auf ein anderes Tablet in dem Fall reduzieren. Gehen wir zuerst natürlich zu den Kosten. Also viele Unternehmer sagen ja immer, ja, aber die Kosten sind der Grund, warum ich solche Umstellungen nicht mache. Klar, kommen wir auch zum einen Nachteil am Ende hin, aber grundsätzlich die Kosten sind wirklich reduziert worden. Ich habe meinen Mitarbeiterbestand auf operativ Tätige auf 9 mittlerweile erhöht. Also wir haben uns in diesem Jahr alleine verdoppelt. In dem Zusammenhang wurden aber gleichzeitig die Druckkosten, also das, was wir für Drucker, Toner und Papier, sage ich mal, verbraucht haben, um mittlerweile 50%, bis jetzt Stand heute, reduziert. Der Papierverbrauch wurde in dem Zusammenhang mit Post-its, Büromaterial, Blöcke, Hefter und sonstiges um bis zu 80% reduziert. Und natürlich auch, wir müssten jetzt in dem Zusammenhang keinen weiteren Drucker anschaffen, weil wir haben uns ja vom Bestand her verdoppelt. Das heißt, da würde noch mehr gedruckt werden. Auch da haben wir den Platz, ist zwar im Grunde vielleicht bloß so ein Quadratmeter oder sowas, was da gebraucht wird oder ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich würden auch hier die Kosten reduziert werden. Und wie gesagt, das alles unter Betrachtung der Verdoppelung des Mitarbeiterbestandes vor Ort. Wichtig auch, alles, was irgendwo digital gespeichert ist, geht nicht verloren. Denn auch das kennt man, dass Notizzettel sich irgendwo in falsche Akten oder so irgendwie, verlaufen. Das passiert dir mit den iPads in dem Zusammenhang nicht mehr. Als erstes geht es natürlich los, einige sagen immer noch, einige IT-Firmen wollen euch natürlich da teure Apps verkaufen. Grundsätzlich, alles, was ich euch hier jetzt in diesem Video zeige, werdet ihr in den meisten Fällen mit kostenlosen Apps hinbekommen. Aber auch, was heißt kostenlos, wo ihr vielleicht in der Kanzlei schon die Lizenzen dazu habt. Denn da kommen wir später noch dazu, was ihr zum Beispiel wirklich nutzen könnt, dass es euch von den Lizenzgebühren her keinen Cent mehr kostet. Das vor allem natürlich mit dem Blick darauf, wir nutzen hauptsächlich Office-Tools. Wir haben selber bei uns in der Kanzlei komplett, sage ich mal, Microsoft Exchange inklusive natürlich dem Office 365-Paket für jeden Angestellten hier vor Ort. Und das kann man auch dementsprechend hier natürlich auf den iPads dann natürlich installieren. Auch natürlich bei mir am Smartphone laufen diese Tools ganz einfach drauf, um dann wirklich zu sagen, okay, die Apps kosten uns ansonsten nicht mehr, denn wir haben diese Lizenzen ja schon. Wir haben ja in jeder Lizenz, glaube ich, 5 Lizenzen.
Lizenzen für Tablets und Smartphones und sonstiges mit drin, dann ernutzen wir diese einfach nur. Das heißt, die Apps können direkt dort kostenlos in Anführungszeichen genutzt werden, weil sie ja schon bezahlt worden sind. Wir nutzen in der Kanzlei von der Ausstattung her die iPads aus dem Jahr 2019, die 11-Inch-Varianten. Bei mir ist die einzige Ausnahme, ich habe das große, weil ich ja wirklich dort noch viel mehr mache als nur, sage ich mal, mal Notizen oder sonstiges. Und deswegen war es für mich damals die Entscheidung, das große auch zu nehmen, auch wegen der Speicherplatz-Thematik. Dann natürlich in dem Zusammenhang auch immer ein Apple Pencil, der natürlich dann hier in dem Zusammenhang genutzt wird, und Kopfhörer. Wir gehen später in einzelnen Positionen auch noch drauf ein, wie das hier wirklich genutzt wird, wo das in welchen Situationen auch gebraucht wird. Also alle die Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, inklusive Hülle natürlich jetzt und Ähnlichem, ist natürlich so, dass wir das auch alles deswegen eingeführt haben, weil wir das in der Konstellation nutzen. Nachteil natürlich an der Stelle, so ein iPad oder Tablet sind grundsätzlich nicht günstig. Wir haben uns natürlich hier aus der Erfahrung heraus eben für die iPads entschieden, weil die trotz des hohen Preises inklusive Apple Pencil, der glaube ich nur 120 Euro kostet, die Hülle mit fast 100 Euro und natürlich auch Panzerglas und allem, natürlich kommt man dann schon auf gut 1300 Euro pro Arbeitsplatz als Zusatzkosten. Aber man hat hier wirklich doch die Sicherheit, dass alles einfach läuft und vor allem alles in einer Hand funktioniert. In dem Zusammenhang ein weiterer Nachteil, aber neben dem Preis, ist ja doch ziemlich teuer die Anschaffung, ist leider, dass es mit Dativ noch nicht so ganz funktioniert, Stand heute. Es gibt zwar dann schon sehr coole Tools, wie zum Beispiel Dativ-Auswertungen, wenn man mit dem Mandanten zum Beispiel direkt hier vor Ort sprechen würde, was bei uns aber nicht der Fall ist, weil bei uns kaum noch ein Mandant hier in der Kanzlei vor Ort ist, aber da gibt es einige andere Kanzleien, die das mit Convertibles nutzen, machen, dass sie zum Beispiel Laptops haben, wie zum Beispiel Microsoft Surface oder eben andere Lenovo-Geräte, also auch hier Hashtag nur Werbung, bei denen sie dann wirklich auch mit Convertibles arbeiten. Das ist aber dann wirklich eine eigene Entscheidung. Und was für mich dagegen gesprochen hat, warum wir dann in dem Zusammenhang auch hier auf die iPads gegangen sind, ist definitiv die Akkulaufzeit. Denn ich hatte schon Convertibles, ich habe selbst ein Surface im Einsatz gehabt. Wir haben auch hier an anderer Stelle auch schon so Surface Books und Surface Pro und alles gehabt und haben festgestellt, die Akkulaufzeit von einem iPad ist im normalen Tageseinsatz einfach leider unschlagbar. Dementsprechend ist auch da der Preis gerechtfertigt. Im Folgenden zeige ich euch jetzt aber auf den einzelnen Plätzen, wie wir das Ganze strukturiert haben und wie die einzelnen Personen das dann vor Ort einsetzen. An der Stelle natürlich die wichtige Frage erstmal vorab, was denkt ihr, gibt es weitere Vorteile, gibt es Nachteile, die ich vielleicht jetzt hier weggelassen habe oder vergessen habe hier zu erwähnen? Lasst es uns auf jeden Fall in die Kommentare wissen, was ihr davon haltet und wie gesagt, dann gehen wir jetzt an den ersten Arbeitsplatz. Ja, wir sind jetzt hier am ersten Arbeitsplatz und zwar hier direkt im Eingangsbereich, sage ich mal, ist es hier der Platz, wo meine Assistentin sitzt. Früher hieß es Sekretärin, in dem Fall ist es aber wirklich eine Assistenz, denn sie hat auch eine Ausbildung als Teamassistentin gemacht, ist selbst Steuerfachangestellte und ist wie gesagt hier für die komplette Koordination vor Ort zuständig. Aktuell sieht man, es fehlt hier Maus und Tastatur, denn meine Assistentin ist aktuell eine Art virtuelle Assistentin auch gleichzeitig, denn sie befindet sich aktuell auch im Homeoffice. Deswegen ist auch ihr iPad jetzt gerade hier nicht vor Ort, aber zum Vergleich, also sie hat auch genau wie ich ein iPad, in dem Fall ein 11 Zoll iPad und dementsprechend auch dann hier mit Tastatur, ganz wichtig, weil das normalerweise dann, sage ich mal, hier hinten steht und sie dann gleichzeitig Termine und alles ausmachen kann, was natürlich dann den Prozess vereinfacht, wenn man sagt, okay, man hat hier zwar einen Curved, in dem Fall glaube ich 34 Zoll Monitor, aber man muss nicht immer hin und her wechseln. Das heißt, dieses iPad ersetzt an dieser Stelle komplett, sage ich mal, den Notizzettel. Klassischerweise natürlich Outlook Terminerfassung, klassisch Mandant ruft an. Man muss jetzt nicht erst hier irgendwie dann den Outlook-Kalender im Großen und Ganzen von mir heraussuchen, sondern hat meinen Outlook-Kalender direkt hier am iPad drauf, kann schnell hintippen und das Ganze intuitiv per Touchscreen. Wie gesagt, Outlook mittlerweile ja auch in meisten Kanzleien, sage ich mal, das Standard Kalendererfassungstool. Dementsprechend auch hier keine Synchronisationsprobleme. Genauso dann natürlich das nächste Tool für Notizen wird hier OneNote verwendet. Mit OneNote hat man den direkten Vorteil, dass man hier in dem Zusammenhang wirklich alle Notizen, die man am iPad schreibt, direkt hier mit dem Computer synchronisiert werden. Das heißt, man muss nicht erst irgendwie das irgendwo abspeichern oder sonstiges. OneNote hat eine direkte Synchronisation mit demselben Account, mit mehreren natürlich auch Notizbüchern, die dann auch so geführt werden
können. Wichtig auch natürlich, die Kopfhörer ist eine wichtige Thematik. Aktuell, wie gesagt, sie hat sie selbst im Homeoffice dabei. Gehen wir aber in anderen Bereichen dann noch darauf ein, dass in dem Zusammenhang Kopfhörer verwendet werden für Fortbildungen, aber natürlich auch hier vor Ort für das Thema Kommunikation. Denn wir sind mit unseren Mandanten per Skype, Zoom und Teams auch in Kontakt. Ganz einfach, weil man sagt, okay, wenn der Mandant per Skype anruft, dann hat sie auch Kopfhörer, kann direkt dann in die Kommunikation gehen. Der Mandant muss nicht per Telefon anrufen, sondern kann natürlich auch hier in dem Zusammenhang, sage ich mal, das Ganze per Skype oder auch natürlich per Zoom oder natürlich auch Teams durchführen. Zum Unterschreiben nutzen wir zum Beispiel auch aktuell Adobe Sign bzw. Mail von Apple, denn da gibt es die Möglichkeit natürlich auch bestimmte Dinge zu unterschreiben, aber so viel natürlich mal dazu. Eine lustige Story, und zwar, es muss ja nicht immer sofort funktionieren mit der Digitalisierung bzw. mit dem Einsatz von iPads. Das iPad für meine Assistentin habe ich auch letztes Jahr im August schon gekauft und man muss sagen, es lag dann im Großen und Ganzen bis natürlich, sag ich mal, Juni hier im Grunde in der Box, also in der, ich sag's mal, im Rollcontainer hier. Warum? Weil es einfach zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so war, dass wir hier wirklich den Vorteil hatten. Jetzt ist es so, dass natürlich seitdem wird wirklich jeder Prozess hier so abgewickelt. Das heißt auch, ein Prozess muss nicht sofort umgestellt werden oder kann immer nicht sofort umgesetzt werden. Manchmal reicht es auch, wenn sich vor allem auch in dem Fall, wenn man sagt, man möchte intern umstellen, der Sachbearbeiter, der Empfang oder die Person, die davon betroffen ist, langsam darauf einstellen kann. Bei uns, wie gesagt, funktioniert das jetzt natürlich super. Wir haben das in der Kanzlei flächendeckend eingesetzt und vor allem wichtig ist, man sollte auch als Kanzleienhaber natürlich nicht immer versuchen, alles mit Gewalt durchzusetzen oder als Unternehmer, denn dementsprechend kann es manchmal sein, dass sich solche Dinge ganz einfach von selbst lösen. Ja, das ist natürlich jetzt mal hier einer der Sachbearbeiter, sag ich mal, Plätzen. Und zwar alle Tische natürlich zum einen höhenverstellbar, was natürlich ziemlich angenehm ist. Zweitens natürlich an dieser Stelle wichtiger, worum es ja in diesem Video geht, ist das iPad. Hier natürlich erstens mal aus dem Tisch raus kommt das Ladekabel, damit natürlich hier auch immer mit Strom gearbeitet werden kann. Das ist auch hier in dem Fall ein klassisches, sag ich mal, iPad 11 Zoll, also nur zum Vergleich. Hier Größenunterschiede ist ein kleines. Ihr findet übrigens alles, was ich euch jetzt zeige, hier unten in der Infobox. Werden wir euch dann unten alles verlinken. Es gibt, wie gesagt, hier diese klassische Klapphülle haben wir gewählt, weil man natürlich in dem Zusammenhang mit dem Apple Pencil dann relativ schnell so notieren kann oder natürlich auch in dem Zusammenhang solche Notizen machen kann, indem man hergeht und sagt, okay, man schreibt schnell hier irgendwas auf. Das geht dann super einfach. Das sind, wie gesagt, die wichtigsten Bestandteile, die man in erster Linie dafür braucht. Wir arbeiten in dem Zusammenhang so, dass wir ja auch im Zusammenhang mit unserer, sag ich mal, Cloud, die Sharefile, die wir benutzen, ist unser internes System, aber auch OneDrive, Excel und Ähnlichem, haben wir für uns intern für Abschlüsse und natürlich auch Steuererklärungen und Buchhaltungen Arbeitspapiere erstellt, die wir dann im Großen und Ganzen ausfüllen. Das heißt, der Prozess bisher, wo man sagt, okay, man ist zum Beispiel hergegangen, hatte ein Kontenblatt, das wird dann nicht mehr gedruckt, dann rennt man zum Drucker, geht dann mit, keine Ahnung, ich habe gar keine Stifte mehr hier sogar am Tisch, dass man in dem Zusammenhang das dann, sage ich mal, mit Kugelschreiber irgendwie durchstreicht, ist bei uns nicht mehr. Bei uns ist es so, wir machen denselben Prozess, aber nur dann auf PDF-Dateien, das heißt, da werden PDFs exportiert, da werden dann zum Beispiel im Grunde hier, sage ich mal, dann das Ganze abgehakt, abgehakt, abgehakt und so erfolgt die Abstimmung heute bei uns, wenn es um irgendwelche Kontenabstimmungen geht. Wichtig auch natürlich Notizen, auch in dem Fall wieder über OneNote oder natürlich Apple Notizen direkt, kann man sich wie gesagt dann aussuchen. Gibt ja auch noch andere Tools in dem Zusammenhang, Fortbildungen auch in dem Zusammenhang, diesmal habe ich es hier an dem Arbeitsplatz da, denn den richte ich gerade neu ein für eine neue Angestellte, die zu uns kommt. Ist wichtig natürlich auch für Fortbildungen, Zugriff von externen auf diese Plattformen. Wenn es um zum Beispiel Dativ-Fortbildungen geht, dann gibt es ja die externen Zugriffsmöglichkeiten über Smart Login. Kann man auch mit dem eigenen Handy und dann natürlich mit dem iPad verknüpfen oder natürlich auch die Zugänge natürlich extern durch natürlich dann in dem Zusammenhang
ja, die einzelnen Anbieter, die E-Mail-Adressen der Angestellten freizugeben. Wichtig natürlich einmal, wir haben hier diese Kopfhörer. Das sind so klassische, sage ich mal, kleine Kopfhörer, die wir dann für die jeweiligen Leute haben. Damit auch die hier vor Ort, wenn es mal der Fall sein sollte, ein Teams-Gespräch, ein Zoom-Gespräch oder natürlich auch ein Skype-Gespräch führen können. Da hinten ist, ich weiß nicht, was man sieht, da ist nämlich das normale Telefon, denn nicht immer klingelt ja das Telefon. Wichtig auch in dem Zusammenhang, auf diesen Geräten ist natürlich auch überall alles, was von Windows, von Microsoft möglich ist, natürlich hier drauf. Also wir haben Outlook, wir haben natürlich dann Word, Excel, PowerPoint, OneNote und in dem Zusammenhang läuft auch dann so der jeweilige Freigabeprozess und Notizen werden dann auch so erfasst. Dann eine lustige Story dazu, und zwar die Person, die hier gesessen ist, die ist jetzt auch komplett im Homeoffice und zwar zu 100%. Weil sie ein bisschen weiter weggezogen ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann soll sie zu 100% ins Homeoffice. Arbeitsplätze grundsätzlich schauen so aus. Also ein Quer für zum Beispiel Unternehmen online und ein Curved mindestens 32 Zoll ist hier dran. Und ansonsten Zero Clients bzw. bei manchen Arbeitsplätzen auch schon Laptops zusätzlich. Da natürlich lustige Story, wie gesagt, diese Person, die hier gesessen ist, das ist auch schon die Person, die am längsten jetzt bei unserer Kanzlei ist, und zwar seit 2011. Der habe ich damals, also während des Lockdowns, einfach gesagt, hier, bitte nimm dieses iPad und versuch damit zu arbeiten. Du darfst ab nächster Woche nichts mehr drucken. Die Sachbearbeiterin hat Jahresabschlüsse, Buchhaltungen, Löhne, das volle Programm gemacht, also auch Bilanzen, alles dazu. Und hat gesagt, okay, du darfst nichts mehr drucken. Ich möchte dich nicht mehr beim Drucker hinten sehen. Du musst irgendwie das jetzt lösen. Das hat dann eine Woche gedauert und die Person hat dann innerhalb von einer Woche wirklich die Prozesse so optimiert. Sie hat uns die kompletten Arbeitspapiere entwickelt, wie man das am besten natürlich gestalten kann. Und das ist natürlich der Punkt, ist zwar eine radikale Möglichkeit, das zu machen. Sie hat dann zweimal fragen müssen, hey Roland, du, ich muss das drucken. Da komme ich nicht drum herum, weil ich sage, okay, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, man muss die Prozesse wirklich dann digital umsetzen. Und das ist natürlich eine Methode, den digitalen Wandel voranzutreiben, nicht als Chef, also als Partner oder als Steuerberater oder als Unternehmer sich dahin zu setzen, sondern die Leute, also die Angestellten, vor Probleme zu stellen, die sie dann lösen müssen. Wichtig natürlich, hat dir das Video bis hierher gefallen, dann lass ein Abo da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Wichtig natürlich auch an dieser Stelle, teil das Video, damit auch mehr Unternehmen und Steuerkanzleien ihre Prozesse digitalisieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Arbeitsplatz, zu meinem Arbeitsplatz. Ja, und da sind wir auch beim letzten Arbeitsplatz, und zwar bei meinem. Auch ich, wie gesagt, nutze es nicht nur für die Videos, meine Vorträge und meine Bücher, das iPad, sondern ich nutze es wirklich für allem. Neben meinem Laptop ist es eigentlich das wichtigste Tool, was ich den Tag über habe, was sich auch im Einsatz immer natürlich bewährt. Hier natürlich an allererster Stelle, wir haben hier auch schon für alles eigentlich vorgefertigt. Wir haben natürlich, arbeiten zum Beispiel in dem Zusammenhang mit Datev Procheck und haben hier natürlich unsere Prozesse so weit vereinheitlicht, dass es wirklich nur einen Standardprozess gibt. Bei uns ist wirklich die Ausnahme auch die Ausnahme und alles andere ist komplett standardisiert. Das ist auch der Grund, warum man in digitalen Prozessen immer sehr vereinfacht denken muss und nicht irgendwelche komplexen, ja, Sonderfälle mit reinnehmen darf. In dem Zusammenhang, das Erste, was ganz wichtig ist, ist das Thema Mandatsaufnahme. Und zwar Mandatsaufnahme an der Stelle deswegen wichtig, weil wir es schon in der Vergangenheit immer das Problem hatten, dass man sagt, okay, wie kann man denn sauber alle Daten wirklich erfassen? Es gibt natürlich hier auch Online-Tools, die ein bisschen was kosten. Wir haben uns aber natürlich auch gesagt, wir wollen jetzt das möglichst so weit wie es geht selbst und natürlich mit dem Nutzen, also in Anführungszeichen mit dem Nutzen, Themen arbeiten, Tools arbeiten, Geräten arbeiten, die wir schon in der Kanzlei haben und nicht für jedes Mal irgendwas Neues anschaffen. Deswegen haben wir es zum Beispiel so gemacht, also ich arbeite eigentlich sehr viel mit Outlook, das ist auch mein wichtigstes Tool aktuell. Und zwar Schnellbausteine. Schnellbausteine zum Beispiel ist das wirklich Wichtigste, was man in Outlook nutzen sollte. Ich habe da den kompletten Fragebogen, sage ich mal, den ich mit meinen Mandanten, Neumandanten, Beratungsgesprächen immer wieder durchgehe, wo zum Beispiel bestimmte Themen drin sind. Gibt es Fristen? Wer soll es bearbeiten? Was für eine Gesellschaftsform ist es? Zum Beispiel bei Neumandanten wichtig auch, ja, welche Frage ist es denn mit der Umsatzsteuervoranmeldung? Monatlich, vierteljährlich, jährlich, Kleinunternehmer oder sonstiges. Und in dem Zusammenhang wirklich arbeite ich natürlich
mit diesen Schnellbausteinen. Das heißt, die habe ich sowohl hier am Computer, wo ich natürlich mit meinem ASP-System arbeite, als auch auf dem Laptop, das heißt auch auf meinem Homeoffice-Rechner, als auch auf natürlich hier meinem iPad sind diese Schnellbausteine drauf und diese kann ich schnell und unkompliziert verwenden und muss mir nicht jedes Mal irgendwie schauen, haben wir das Formular oder muss dem einen Link zuschicken, weil viele Mandanten auch einfach das nicht wollen. Während dem Gespräch kann man sich einfach Notizen machen und das ist auch der Grund, weil viele Steuerberater nutzen, das notiere ich mir schnell mit der Hand. Viele scheuen sich davor, auch in dem Zusammenhang, sich wirklich im Beratungsgespräch auch hinzusetzen. Entschuldigen Sie, ich muss mir jetzt noch schnell was notieren nebenbei zu diesem Gespräch. Das sage ich mittlerweile bei jedem Beratungsgespräch, egal ob von den Online-Mandanten, die ich betreue, als auch natürlich hier vor Ort, sage ich denen, da setze ich mich wirklich hin und schreibe das einfach mit. Keine handschriftlichen Notizen, die vielleicht am Ende sowieso keiner liest oder lesen kann, das ist auch oftmals wichtig. Was hieß denn das nochmal? Weil manche Steuerberater, und da zähle ich mich auch dazu, haben halt so eine schöne Handschrift wie manche Ärzte. Und da ist natürlich schon der Unterschied, wie kann man jetzt zum Beispiel den Unterschriftenprozess dann optimieren. In dem Zusammenhang gibt es natürlich kostenpflichtige Versionen, wie zum Beispiel Hashtag nur Werbung, DocuSign, SinuTech und sonstiges. Es gibt aber auch bei je nachdem, welches Thema man unterschreibt, leichte Möglichkeiten, Adobe Sign, natürlich auch Mail von Apple hat auch die Möglichkeit zu unterschreiben und dann als Antwort was zurückzuschicken. Machen wir bei kleineren internen Sachen oder auch OneDrive, dort mache ich so, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Verträge unterschreibe, jetzt sagen wir nicht irgendwelche besonders wichtigen Themen, aber bei kleineren Verträgen, da schreibe ich einfach und dann ist es auch unterschrieben. Wichtig natürlich, Notizen im Beratungsgespräch, das A und O, alles wird mit dem iPad erfasst. Mailverkehr auch für mich von zu Hause aus, also in dem Zusammenhang, ich habe ja hier das gesonderte Tablet, genauso wie meine Assistentin mit der Tastatur dran. Alle anderen haben ja nur das Klappsystem, weil sie einfach das hauptsächlich handschriftlich nutzen. Neben dem Mailverkehr auch wichtig, hier natürlich das Thema Fortbildungen. Ich selber mache sehr viele Fortbildungen in allen möglichen steuerlichen Bereichen, von daher auch ich habe jetzt einen Kopfhörer, ich selber habe die AirPod Pro im Einsatz. Wie gesagt, alles, was ich hier erzähle, findet ihr als Links unten in der Infobox. Werden wir euch natürlich dort verlinken. Selbst auch natürlich hinter mir am Rechner, als auch am iPad, ist installiert Teams, Zoom und Skype. Ganz einfach nicht nur für externe Termine, sondern aktuell ist ja die Situation so, 50% meines Teams sind im Homeoffice und wenn man da jedes Mal sich nicht mehr sieht, dann ist es bloß ein Telefongespräch. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben so eine Chatgruppe für Internes, wo wir uns immer mal wieder abstimmen und natürlich auch das, dass wir natürlich ich jetzt meine Leute im Homeoffice nicht anrufe irgendwie am Telefon, obwohl das möglich wäre, sondern ich denen einfach per Teams einen Anruf schicke, wir dann kurz skypen, wir sehen uns ein bisschen, man sieht, wie es der Person geht, kann da auch natürlich in dem Zusammenhang mit den Leuten besser kommunizieren, weil natürlich Mimik und Gestik auch mit dabei sind. Das natürlich auch für mich jetzt nochmal hier so eine kleine Story zum Abschluss und zwar ich habe mir am Anfang wirklich ein iPad nur geholt, weil ich mir dachte, okay, du willst cool sein, cooler Steuerberater hat ein iPad und in dem Zusammenhang mittlerweile nutze ich das wirklich am häufigsten. Also es gibt kein Gerät, was ich öfter nutze als mein iPad und zwar natürlich auch alternativ gibt es andere Geräte, die das ersetzen könnten, aber wirklich muss man auch sagen, das ist das A und O, was in Unternehmen und auch in Steuerkanzleien rein muss. Die Prozesse müssen intern anfangen. Denn es geht nicht, wenn auch dann intern alles noch mit Papier rumgeschoben wird und dann will man aber den Mandanten das verkaufen, wir bringen uns doch alles digital. Alle Mitarbeiter müssen dann digital arbeiten, sie müssen mit iPads arbeiten und der Chef druckt hier noch alles fleißig mit Papier aus, weil er dort seine Notizen drauf macht. Auch das muss sich natürlich drastisch ändern in einer Kanzlei, damit sie auch iPads wirklich effektiv einsetzen kann. Wie gesagt, es gibt andere, die sagen, man kann Convertibles verwenden, man kann andere Tablets verwenden. Muss man sich, wie gesagt, selber mal anschauen. Für das Ganze, für die Gesamtbetrachtung ist halt wichtig. Laufzeit natürlich, denn solche Geräte laufen halt nicht mal bloß 5 Minuten und dann sind sie wieder aus, wie so klassische Laptop, mal schnell aufklappen, weil was schreiben und dann wieder zumachen, sondern diese Geräte laufen ja wirklich 10, 12 Stunden, egal wie lang der Beratungstag ist. Auch für Fortbildungen, es läuft drauf mal ein Video längere Zeit und natürlich auch die Kommunikation wird hier beansprucht in Form von WLAN. Man kann natürlich noch LTE-Module mit dazu nehmen, aber grundsätzlich natürlich sollte man wirklich hier auf die Akkulaufzeit schauen und vor allem auf das Handling. Denn wie gesagt, ich habe hinten einen Laptop. Das ist jetzt ein MacBook Pro, aber es gibt ja auch Lenovo-Geräte, die wir hier in der Kanzlei haben und man sagt, es macht auch schon einen erheblichen Unterschied im Gewicht. So ein Tablet nimmst du mal schnell mit, hast eine Tasche dabei und sind wir ehrlich, unterwegs wirst du keine Buchhaltung machen, unterwegs wirst du keinen Abschluss machen, unterwegs wirst du keine Steuererklärungen machen, von daher wirklich
achte darauf, dass es wirklich, sag ich mal, lean ist und du in dem Zusammenhang wirklich nur das Wichtigste immer dabei hast. Von daher, wie gesagt, wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass ein Like da, teile das Video natürlich auch mit anderen Kollegen, Unternehmern, damit die in ihren Steuerkanzleien oder auch Unternehmen digital aufgestellt sind. Wie weit bist du mit der Digitalisierung? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuer mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.